aus dem Auto. Wir kommen gerade vom Tierarzt, von wo sonst. Olli und Lotte haben ihre Spritze bekommen und wir müssen sogar morgen auch spritzen. Das wäre dann der 6. Tag. Morgen ist ja Sonntag. Also auch am Sonntag muss gespritzt werden, weil es dann durchgehend gespritzt werden muss. Ich dachte nur 5-mal, aber jetzt scheinbar noch 6-mal. Vielleicht auch noch mehr dann nächste Woche, aber auf jeden Fall morgen erstmal auch nochmal. Bruno hat sich geschmückt. Da hängt auch noch was. Lotte ist im Anmarsch. Lotte möchte ihren Abendspaziergang machen. Das hat sie jetzt im Schlafzimmer gerochen, das hier offen ist. Unter dem Bett war sie. Lottchen, komm. Geh mal rein. Das Gras ist nach. Lotte möchte gar nicht, sie möchte viel lieber Gras essen. Ein Überraschungspaket vom Christkind à la Petra. Da ist das Päckchen von Petra. Ich habe erst überlegt, ob ich vielleicht bis Weihnachten warte, aber nach der Woche, denke ich, kann ich das ganz gut gebrauchen. Außerdem bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Ich freue mich sehr. Also ich freue mich jetzt schon sehr, allein über diese Überraschung. Ihr könnt selber mal lesen. Ein Schutzengel für mich und meine Babys. Das ist ja lieb. Und können wir auch so gut gebrauchen. Und Petra Beauty sagt, ich darf ihre Zeilen auch gerne vorlesen. Das ist total der süße Umschlag hier. Liebe Simone mit Familie und Babys, ich wünsche euch von ganzem Herzen eine frohe und besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Bleibt gesund und ich freue mich auf viele schöne YouTube-Momente mit euch. Danke, dass ihr alle mein Jahr bereichert habt. Ich bin schon wieder gerührt und freue mich unglaublich. Vielen, vielen, vielen Dank. Ach, das ist ja toll. Vanilleduft ist ja mein Lieblingsduft. Sehr schön, das ist super. Das, glaube ich, macht man an die Lüftung. Lufterfrischer für das Auto. Vielen, vielen Dank, Petra. Das sieht ja lecker aus. Vanilla, Choc Chip, Cashew und Oat Cookie and Oat Cookie. Das sieht ja lecker aus mit Vanille. Ich zeige euch das mal. Das habe ich noch nie vorher gesehen. Also ich weiß nicht, wo es das gibt. Aber das sieht unglaublich lecker aus. Vor allen Dingen Vanille. Ich finde, es gibt total selten irgendwas in Vanillegeschmack, außer vielleicht Vanillewaffeln. Aber ansonsten ist ja das meiste Schokolade. Da bin ich richtig gespannt. Und es ist sogar vegan. Das ist ja spannend. Da bin ich echt sehr, sehr gespannt drauf. So, dann, oh, Vanilleduftkerzen kann man nie genug haben. Ich liebe Vanilleduftkerzen. Herrlich. Und ich habe ja auch hier diese Kerzenhalter. Die hat auch an die Babys gedacht. Und zwar Knuspermöhrchen mit viel Karotte. Na, da werden sie sich freuen. Ohne Zusatz von Getreide. Sehr schön. You make my day. Hört ihr das auch? Das hört sich komisch an. Erst dachte ich, es ist ein Bohrer, aber irgendwie ist es kein Bohrer. You make my day mit dem Duft von Orange und Vanille, eine Pflegecreme. Doch, es ist der Bohrer. Der hat sich nur angekündigt, dass es der Bohrer ist. Okay. Ja. Es bohrt mal wieder. Auf jeden Fall, die kenne ich noch gar nicht und die duftet auch sehr, sehr lecker. Dann nochmal für die Babys was. Ach, wie süß. Knabberbäumchen mit Kürbis, Pastinake und rote Beete. Das ist ja süß. Knabberbäumchen, Wintermomente. Ach, die sind sogar extra für den Winter. Das ist ja putzig. Oh. Eine glutenfreie Porridge Cup. Auch Vanille. Na, das ist ja toll. Das kenne ich auch nicht. Das sind lauter Marken, die kenne ich überhaupt nicht. Na, da bin ich gespannt, wie das schmeckt. Vanille, lecker.
Und Vanillepudding mit Bourbon-Vanille. Ernsthaft? Hätte der nicht noch 2 Minuten warten können? Lecker, lecker. So eine Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig über dein Päckchen. Das ist so süß von dir. So eine süße Weihnachtsüberraschung und vor allen Dingen so unverhofft. Ne? Da kommt einfach das Christkind zu mir und schickt mir ein Päckchen. Vielen Dank. Und voller Vanille. Das perfekte Paket für mich. Ein Vanillepaket. Und für die Babys auch noch was. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Bei mir gibt es jetzt Abendessen. Als Vorspeise einen Apfel und eine Orange. Als Hauptspeise gibt es einmal Kartoffelsuppe und 2 Scheiben Brot mit Butter und Frischkäse und einem Babybärl. Emily, kommst du? Emily? Schatzi, hallo. Hallo, Schatzi. Komm her. Bis morgen, wir freuen uns auf euch. Tschüss.